Dabei ist ja in Wirklichkeit die Oldtimerei, wie wir sie auch bei der Rallye betreiben, ein ganz nachhaltiges Thema. Nicht nur augenzwinkernd, ein Auto eben nicht zu verschrotten, sondern ein Auto relativ lange oder sehr lange zu fahren. Ist womöglich auch, diesen Begriff gibt es ja auch, des Daily Drivers, dass jemand, sind häufig Youngtimer, ein Auto einfach länger weiterfährt und nicht schon nach ein paar Jahren das Neue und das Nächste holt. Nachhaltigkeit ist schon ein Thema. Wir sind mit unserer PowerPeach Classic in diesem Jahr auch so weit, dass wir die CO2-Kompensation haben. Den kompletten CO2-Ausstoß, der wenigste Teil kommt von den Autos, die rumfahren, sondern durch die Anreise, die sie haben, durch die Hotelübernachtung. Das kann man das ausrechnen. Das ist nicht einfach, aber wir haben einen guten Partner gefunden, die das machen, denen wir alle Daten geliefert haben und wir helfen denen dabei oder wir finanzieren denen den Erwerb von bestehendem Regenwald, der dann eben nicht abgeholzt werden kann. Wie wichtig ist denn in einem Unternehmen wie bei euch im Finance-Bereich das Thema Nachhaltigkeit? Ja, so ein immer wichtigeres, sage ich mal. Faktisch ist es so, dass die Hypo-Vereinsbank tatsächlich seit über 20 Jahren das sehr weit vorn ist und es sehr forciert macht. Heute ist man praktisch gezwungen, als Unternehmen das zu machen. Wir haben das Glück, dass wir da schon gut unterwegs waren und deswegen auch jetzt eine gute Position haben. Aber genau das sind ja die Punkte, warum man da auch darauf achten muss als Unternehmen, was man tut nach außen und wie man es tut. Ja, also das eine ist natürlich Nachhaltigkeit, ich bin da völlig bei dir. Also das Thema Classic Cars hat verschiedene Facetten, warum es nachhaltig ist. Ich meine, es gibt ja Zahlen, im Jahr wird ein Classic Car etwa 2000 Kilometer bewegt. Da kann man ja ausrechnen, was das an Ausstoß ungefähr bedeutet. Dann weiß man, dass bei der Produktion eines Fahrzeugs 30 bis 40% der Belastung der Umwelt daherkommt. Das heißt, das haben wir schon weit hinter uns bei Fahrzeugen, die schon vor 30, 40, 50 Jahren gebaut wurden. Und wenn man das alles zusammennimmt, glaube ich, und die Diskussion in die Richtung mal lenkt, wird man auch feststellen, dass es tatsächlich weit nicht so dramatisch ist, wie man vielleicht so im ersten Moment denkt. Und das ist ja auch, hilft ja auch dem Thema. Und ja, deswegen ist es auch ein Thema, das wir weiter unterstützen und mit gutem Gewissen in dem Fall. Ja, wir sind ja eigentlich schon einen Schritt weiter durch mit den E-Fuels, wo wir eigentlich Absolut. absolut CO2-neutral unterwegs sein könnten. Ist leider noch nicht gewünscht, aber die Technik ist da, man könnte das ohne weiteres produzieren. Genau. Und das ist sicher der Weg in die Zukunft, dass wir gerade bei den Oldtimern und in verschiedenen anderen Bereichen mit dem E-Fuel Das ist ein einfach wichtiges Thema. ganz sauber unterwegs sind und da wirklich für die Nachhaltigkeit und für die Zukunftsfähigkeit was machen. Genau, also auch die großen Firmen, Aramco zum Beispiel, arbeitet ja intensiv daran. Ja? Also, und Porsche ist ja auch ein Beispiel, die sind ja in Kooperation da unterwegs. Ich glaube auch, es muss ein Mix sein. Ja? Es muss die E-Mobilität geben, aber es muss eben auch die Art Verbrennerstoffe geben, die aber umweltneutral sind. Und das zusammen wird wahrscheinlich die Zukunft sein. Ja? Und das wird aber auch garantieren, dass unsere Fahrzeuge weiter auf der Straße sein können, glaube ich. Ja. Also ich denke, da sind wir einer Meinung und arbeiten da weiter dran, oder?